Moin und willkommen bei Knöbel zockt. Ich bin Knöbel und wir zocken. Was zocken wir? Gothic. Und beim letzten Mal haben wir uns den Schatten angeschlossen. Das war die falsche Taste. Hm? Schatten, Gilde, Schatten. Super, wundervoll. Und den Auftrag gekriegt, uns doch mal Richtung Sumpflager aufzumachen, um herauszufinden, was die verrückten Kiffer planen. Ja, und genau da befinden wir uns gerade. Auf dem Weg ins Sumpflager. Um herauszufinden, was die verrückten Kiffer planen. Mal schauen. Genau, wir sind unserem Ziel, Magier zu werden, irgendwie noch nicht so wirklich weitergekommen. Wir sind immer noch Schatten, immer noch so ein schmächtiger Boy, der nichts kann. Weil wir immer in Schatten sind. Also wir sind zumindest schon mal bei den richtigen Dudes angenommen worden. Jetzt müssen wir halt nur gucken, wie wir Magier werden. Ja, keine Ahnung. Ich vermute fast, dass wir Magier erst werden können, wenn wir vom Schatten hoch zum Gardisten befördert werden würden und dass wir uns dann irgendwie entscheiden können. Also die Vermutung habe ich. Inwiefern das stimmt, ich weiß es nicht. Kaffee, ganz wichtig heute. Sonntagmorgen, da braucht man Kaffee. Ja. Ich bin froh, dass die Laufwege hier nicht so lang sind. Weil da unten sind ja schon die verrückten Kiffer. Die große Sache der... Genau, jetzt haben wir hier natürlich noch die ganzen... Das ist so. Da haben wir theoretisch auch noch, warum die hier noch offen ist, keine Ahnung. Aber das hier ist jetzt letztendlich das, was wir machen sollen. Und ich glaube, die erste Anlaufstelle ist in dem Fall Lester. Der ist ja eh mit uns ganz dicker eigentlich, weil der hat uns ja geholfen, dass wir hier quasi aufgenommen werden würden, wie auch immer. Mal schauen. Mal schauen. Ich weiß auf jeden Fall, dass sie ganz viel von dem Sekretzeug brauchen. So viel haben wir ja schon erfahren. Deswegen vermute ich mal, dass wir noch in die alte Mine eh nochmal müssen. Gucken wir mal. Hallo. Ja, stört sie nicht. Oh. Gut, dass du da bist. Ich habe Neuigkeiten. Klasse. Ich hoffe, gute Neuigkeiten. Unsere Bruderschaft plant etwas ganz Großes. Was plant ihr denn? Den Ausbruch? Die Gurus versuchen, Kontakt zum Schläfer herzustellen. Aber sie brauchen etwas, um ihre Kräfte zu bündeln. Ja und? Sie brauchen einen magischen Gegenstand. Einen Fokus. Aha. Was kann ich dabei tun? Sprich mit Iberion. Er ist der mächtigste Mann hier. Dies ist die Gelegenheit, seine Gunst zu erringen. Wo finde ich ihn? Geh zum Tempel. Er kommt selten dort heraus. Wahrscheinlich fühlt er sich in diesem kalten Gemäuer dem Schläfer näher. Okay. Der Schläfer möge dich behüten. Kapitel 2. Das Nest der Minecrawler. Ja gut. Minecrawler verrät ja schon alles. Wir müssen wahrscheinlich wieder in die Mine. Naja gut. Wir sind offiziell in Kapitel 2 angekommen. Coole Sache. Ich hüpfe wie so ein behinderter Schmung. Ich höre nicht mehr auf das Gerät. So, der Boy will nicht mit uns reden, dann nicht. In der Geschichte muss aber was dran sein. Er ist ein bisschen spät, Digga. Echt. So, hallo. Halt! Ich glaube kaum, dass ich daran Der Novize Lester schickt mich. Ich soll Iberion meine Dienste anbieten. Lester ist vertrauenswürdig. Ich kenne ihn. Du kannst passieren. Ja, aber nur mit Genehmigung eines Gurus darf ich rein. Ist klar, Freunde der Nacht. So, was gibt es hier für schnörkelige, schöne Sachen? Ach ja. Ist klar. Sollen wir das mal probieren? Ah, ich habe keinen Dietrich mehr. Verdammte Axt. Wie doof.
Sei gegrüßt, Meister Iberion. Ach, du kommst mir bekannt vor. Und ich dachte, nun gut, was willst du? Maoam. Mir kam zu Ohren, du suchst etwas. Das ist richtig. Wir brauchen einen magischen Fokus. Wir haben den Novizen Nyras losgeschickt, um den Fokus zu holen. Doch er ist bisher nicht zurückgekehrt. Das kann ja nur nach hinten losgehen. Du könntest für mich nachsehen, was passiert ist. Was hat es mit dem Fokus auf sich? Es ist ein magischer Gegenstand, der unsere geistigen Kräfte vereinigen wird. Es handelt sich dabei um einen der 5 Fokussteine, den die Magier zum Errichten der Barriere benutzt haben. In einer Vision sah ich, dass wir uns die Kraft eines Fokus zunutze machen müssen. War wohl eine ziemlich spannende Vision. Meine Vision war ein Zeichen vom Schläfer. Mit dem Fokus können wir ihn erreichen. Naja, ob das jetzt so gut ist? Wo soll ich suchen? Wenn du das Lager verlässt, wende dich nach rechts und steige hinauf zur großen Klippe. Dort, hinter dem Wald, wo du das Meer sehen kannst, wirst du den Fokus finden. Also, nach dem Lager rechts, große Klippe hoch, hinter dem Wald den Fokus finden. Ich werde den Fokus zurückbringen. Nimm diese Karte hier. Oh. Dort ist der Ort des Fokus verzeichnet. Das macht's ungleich einfacher. Ja, gut. Es gibt hier sonst noch für geilen Shit. Natalia. Shh. You're not allowed to talk to us. Das ist interessant. Die kommt auf Englisch daher. Da kann man was lesen. Lesen gibt in späteren Teilen Erfahrungspunkte. Hier noch nicht. Schade. Okay. Wir suchen uns einen Fokus. Das ist doch mal ein Plan. Ich habe fast das Gefühl, als wenn wir dann, wenn wir den Fokus gefunden haben, uns noch irgendwie wieder verteidigen müssen. Können müssen, wie auch immer. Verlass dich auf jemanden und du bist verlassen. Man achte auf den glitschenden Boden. Ich habe was zum Futtern dabei. Ich könnte mal gucken, ob ich das Fleisch jetzt irgendwo braten kann. Dass wir zumindest ein bisschen gebratenes Fleisch haben. Ich glaube, das ist schmackhafter. Und wenn wir schon hier sind, können wir uns bei Fortuna auch gleich unsere Tagesration abholen. Der Kram ließ sich ja bisher immer ganz gut verkaufen. Ich glaube nämlich, dass bei Fortuna hoffentlich irgendwie die Möglichkeit besteht, dass wir uns da, nee, da ist keine Pfanne. Na, schade. Aber hier ist Fortuna und bei Fortuna können wir die tägliche Ration abholen. Ich will mir meine tägliche... Du hattest deine Tag... Was? Erstmal abwarten. Ich dachte, ich hätte zwischenzeitlich gepennt. Achso, ja, die große Anrufung des Schläfers steht natürlich auch noch bevor. Jetzt müssen wir mal gucken. Wir können ja bei dem einen Guru davon eine Windfaust kaufen. Ob wir Mana. 5 von 15. Ich möchte. Oh, der hat krassen neuen Shit. Wow. Wow. Geil. Das ist natürlich cool. Aber 50? Boah, nee, das ist mir zu teuer. Freundlich stimmen. Verwandeln können wir uns en masse. Nö, für 50 Erz eine Spruchrolle? Ich glaube eher nicht. Da warten wir lieber, bis wir unsere ersten eigenen irgendwie Magie-Runen-Dingsies kriegen können, glaube ich. Weil, ich glaube, wir haben um die 200 Erz momentan, ne? 285. Der Quatsch wird viel.
Ich höre nicht. Nein, dann machen wir das erstmal ohne. Wir gucken mal, wie weit wir da überhaupt kommen. Die Truhen bei Iberion, die können wir auf jeden Fall noch irgendwie mal knacken. Da müssen wir uns nochmal ein paar Dietriche besorgen. Gucken, können wir mit Lester nochmal schnacken? Irgendwie, Lester? Naja. Der schläft. Ja. So, ein bisschen Fleisch braten. Wo auch immer sie dieses komische Geräusch dafür hergenommen haben. Jetzt haben wir zumindest ein bisschen zu futtern. 52 rohes Fleisch. 13 gebratenes. Naja, bringt immerhin 5 mehr Leben. Dafür, dass es im Endeffekt kein Aufwand ist, das eben zu braten, ist das ja eigentlich ganz geil. So. Jetzt nach dem Lager rechts und dann die Steine hoch, aber da oben müssen wir hin. Das heißt, wir müssen jetzt erst ganz nach oben laufen und dann können wir rechts rum. Ja, mal schauen. Wir haben hier eine Karte gekriegt. Wir können hier mal schauen, was die sagt. Lass mich vorbei. Halt die Schnauze. Lass mich vorbei. Ach, das ist ja... Da hinzukommen ist ja jetzt kein Thema. Das ist ja jetzt wirklich nur einmal hier im Bogen laufen, dann müsste man da oben ja sein. Nur für sich sollte es ja problemlos machbar sein. Oh! Man merkt. Man merkt. Es gab ein neues Kapitel. Es sind Viecher respawned. Das ist schön. Es gibt nämlich Erfahrungspunkte. Ja. Was? Boah, wo kommst du denn jetzt her? War ein bisschen weit hergeholt, wa? So. Muss ja gucken, dass wir hier unser Level ab irgendwann mal kriegen. Kein Bock ewig auf Stufe 5 rumzugammeln. Und theoretisch müsste das jetzt hier der richtige Weg sein. Wo haben wir es denn? Da haben wir sie doch. Ja, das sieht gut aus. Ich habe so ein bisschen Sorge, dass hier irgendwie ein Viech kommt, das uns volle Kanne aus den Latschen ballert und so wie die Wölfe da hinten. Mit denen haben wir bisher schlechte Erfahrungen gemacht, auch wenn das schon einige Zeit her ist. Also ich freue mich drauf, wenn wir die erste Magie wirken können, weil dann können wir hoffentlich die ganzen Viecher aus den Latschen ballern und uns schön Erfahrungspunkte farmen. Oh geil, das gab kaum mehr Schaden. Cool. Wisst ihr noch, wie die uns mit 3-mal Fressen quasi getötet haben? Das war ziemlich mies. Aber nee, das war ein Blutfliegen, ne? Junge, die Rüstung macht einiges aus. Alter. Das hat uns jetzt gerade mal 5 HP abgezogen. Alter, wir rasieren ja, das ist ja übel. Krass. Kommt das jetzt nur durch die Scheißrüstung? Aha, das ist ja übel. Wir haben jetzt 8 HP verloren mit, ich weiß nicht, wie viele Scavenger. Ich glaube, 5 Stück haben wir jetzt gerade erledigt, ne? Geil. 5 HP noch, dann 5 XP noch, dann haben wir wieder ein Level Up, was auch ganz geil ist. Junge, wir rasieren. Und das mit unserer scheiß Gammelaxt hier, ne? Geilomat. Und hier sind noch wieder geile Pflanzen. Boah. Ich will ja nichts sagen, aber jetzt können wir ja hier richtig anfangen zu spielen. Das ist ja schön. Also stellt sich wieder mal heraus, das erste Kapitel ist scheinbar das Schwierigste.
Weil jetzt hier, die Scavenger zumindest, die haben wir jetzt. Boah. Das war ja nix. Die waren ja zack, bumm, tot. Geil. Ach, sehr schön. Sehr schön. Da bin ich ja guter Dinge, dass wir hier doch in absehbarer Zeit unsere super duper guck an. Da steht ein Dude. Bevor wir mit dem Dude sprechen, reden wir und speichern wir. Ich habe nämlich ein ungutes Gefühl, denn wenn er alles tut, hier wäre er ja ohne Umschweife zurückgekehrt, denn er lebt hier offensichtlich. So, wir futtern eben was. Was futtern wir denn? Ein rohes Fleisch. Das schmeckt. Dann speichern wir. Verschwinde! Hier gibt es nichts für dich zu holen! Ich bin auf der Suche nach dem Fokus. Da kommst du leider zu spät. Ich habe ihn bereits gefunden. Und ich werde ihn für mich selbst behalten. Der Schläfer sprach heute Nacht zu mir und machte mich zu seinem alleinigen Werkzeug. Nun werde nur noch ich dem Schläfer dienen. Keine Templer, keine Gurus mehr. Nur ich alleine. Stirb! Jo, wir machen dem Dude gar keinen Schaden. Habt ihr gesehen, dass wir ihm keinen Schaden machen, ne? Okay. Wir schnacken nochmal mit ihm und dann rennen wir, ich denke mal, weg. Verschwinde! Mal gucken, vielleicht können wir ihn ins Lager locken und dann wird er da genatzt. Oder wir können ihn irgendwie in die Warane oder irgendwie so eine Scheiße locken. Weil der macht voll viel Schaden und hat gutes Potenzial, uns zu töten. Ja, wir laufen mal mit ihm im Schlepptau, weil wir haben offensichtlich alleine keine Chance, weil unsere Waffe keinen Schaden macht. Aber eine stärkere Waffe. Kommst du? Oh ja. Aber eine stärkere Waffe wäre auch irgendwie hart schwachsinnig, weil wir wollen ja... Der haut einfach ab! Düdel, düdel, düdel. Komm, Nyras. Denn wir machen ja offensichtlich mit unserem verdammten Scheiß-Axt keinen Schaden an ihm. Der hat ja gerade keine HP in irgendeiner Art und Weise verloren. Was mich schon so ein bisschen abfuckt. Weil das im Endeffekt bedeutet, dass wir in Stärke investieren müssen, um eine stärkere Waffe tragen zu können. Was ich aber gar nicht möchte. Ich möchte ja in Mana investieren, um krasse Zauber wirken zu können. Dafür müsste ich mir aber halt Spruchrollen kaufen und das wäre wiederum so bescheuert. Oh ja, da ist er. Es gab auch irgendwie einen Befehl, dass ich mich umdrehen kann, also meine Sicht nach hinten verlagern kann. Ich bin mir nicht ganz sicher. Oh. Wie, noch nicht genug? Junge. Ich habe nur die befürchterliche Befürchtung, dass wenn ich ihn gleich im Lager anhaue, dass dann, Mal gucken, was passiert. Wir gehen mal ins Sumpflager und lassen uns einmal von ihm hauen. Ich weiß auch nicht, ob eine andere Möglichkeit nicht irgendwie sinniger wäre.
keine Ahnung. Aber jetzt gerade fällt mir nichts anderes ein, um ihn zu töten, als ihn zu kiten. Und ist halt jetzt nicht so spannend. Ist ein bisschen lame, aber... Ach, Nyros. Nee. Komm, du willst mich doch auch. Komm, Schnucki. Ja. Ja, komm. Waffe, hörst du bitte auf, Auto zu aimen? Ey. Diese verdammte Scheiße, ne? So richtig räudig. Da ist er auf jeden Fall. Wir ihn vielleicht mit freundlich stimmen? Naja, ich will es nicht ausprobieren, aber... Was ist? Hast du Angst? Junge? Ich weiß noch nicht, ob das jetzt irgendwie hier... Keine Ahnung, wir müssen uns halt im Endeffekt eine Waffe raussuchen. Vielleicht klappt das, vielleicht auch nicht. Mit Blick auf die Uhr versuchen wir es zumindest jetzt. Und dann, wenn es nicht klappt, dann laden wir halt nächste Folge neu und haben das hier als... Fehler verbucht, der nicht funktioniert. Und dann wissen wir, dass wir in der nächsten Folge wieder vor dem Dude stehen und uns krassere Gegenstände irgendwie besorgen müssen. Hallo, Boy. Ja, komm. Was eine elende Keiterei. Nein, nicht Auto anlocken. Oh Mann, ey, das ist so nervig. Hallo. Langweiliger Kampf. Gut, das funktioniert nicht. Dann verbleiben wir hier. Und sehen uns in der nächsten Folge wieder. Das ist den Wachen ja scheißegal, ob wir verrecken oder nicht, die elenden Arschkrampen. Nein, wie gesagt, da müssen wir nächste Folge, dann aber nächste Folge neu und gucken, dass wir ihn dann töten. Ich glaube, wir kaufen Windfäuste. Moin, wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch bitte einen Daumen nach oben da. Wenn es euch nicht gefallen hat, dann lasst einen Daumen nach unten da. Aber seid dann bitte so fair und schreibt mir in die Kommentare, woran es gelegen hat. Dann kann ich nämlich in Zukunft meine Videos verbessern und vielleicht gefällt euch meine zukünftige Arbeit. Wenn ihr meine zukünftige Arbeit auch sehen wollt, dann abonniert doch hier bitte den Kanal. Wenn ihr jetzt gerade noch ein intensives Verlangen nach Knübel zockt habt, da gibt's noch mehr Videos. Bis dann!